Jo, meine Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute mal nicht zu Survivalbit, sondern zu Chunklock. Der Grund, warum wir nicht Survivalbit spielen, ist, langsam war es so, dass bei mir Survivalbit auch nicht mehr so viel Spaß gemacht hat. Ja, wir sind jetzt gestorben in der letzten Folge. Deswegen würde ich sagen, dass wir das kurzzeitig mal pausieren. Und dafür spielen wir jetzt dieses Data-Pack. Kein Mod-Pack, aber es ist schon sehr aufwendig. Genau. Wie das funktioniert, werdet ihr gleich sehen. Wir starten einfach mal rein. Genau, ihr seht jetzt, wir haben diese komischen Borders. Durch die können wir nicht durchlaufen. Aber die können wir wegmachen. Ihr seht hier, ist zum Beispiel ein Item drauf. 2 Dirt. Wenn ich jetzt 2 Dirt nehme und das da reinwerfe, haben wir den Chunk unlocked und können jetzt hier einfach drin chillen. Diese Chunks gibt es auch im End und auch im Nether. Heißt, auch im End und im Nether muss ich genau das machen, was ich hier gerade mache. Das heißt, es wird ein ziemlicher Krampf. Das ist eine große Schwierigkeit vom Modpack. Ihr seht, das können auch Items sein, also nicht nur Blöcke. Zum Beispiel hier ist es Knochen. Hier ist es jetzt ein Dark Oak, Pressure Plate. Und es sind immer Sachen, die du auch im Chunk finden kannst. Heißt, hier ist jetzt ein Dark Oak Pressure Plate. Aber wenn ich jetzt normalen Eichenbiom, Plains-Biom wäre und hier keine Dark Oak Bäume wären, könnte da auch nicht hier eine Dark Oak Pressure Plate sein, sondern nur zum Beispiel eine normale Oak Pressure Plate, sofern hier ein Oak Baum drin wäre. Finde ich ist sehr gut gemacht, weil so kann man nicht gesoftblockt werden. Hier brauchen wir eine Oak Pressure Plate. Wieso brauchen wir Pressure Plates? Hier ist es eine Dark Oak Trapdoor. Oh, und Dirt ist auch immer easy. Bam. Strings. Was auch immer das ist. Ich weiß nicht, wie das heißt, aber hier brauchen wir nur ein Dirt für. Das mache ich mal direkt, weil das ist einfach gratis gefühlt. Hier ein Oak Holz und Bone Meal. Fisch. Eben, genau. Hier sind jetzt zum Beispiel Fische drin. Lachsfische. Und weil die hier drin sind, ist hier jetzt ein Lachs-Dingens. Hier ist ein Lush Cave unter uns. Interessant. Stimmt, warte, hier kann ich ja die Pressure Plate abgeben. Machen wir schon guten Progress. Ist das Dark Oak Wood? Ist doch Dark Oak Wood. Achso, das Dark Oak Log. Okay, da brauchen wir das. Das ist Oak Wood, aber Bro, ich habe jetzt keinen Bock mehr, noch extra Oak Wood zu craften. Gehen wir jetzt erstmal zurück zum Crafting Table. Und geh mir eine Spitzhacke machen. Aber wir haben jetzt schon mal gut Platz. Also das geht auch schon recht schnell. Die Items werden aber auch immer schwieriger. Heißt, irgendwann muss man wahrscheinlich dann auch zum Beispiel Dias farmen, einfach nur um einen Chunk zu kriegen. Weil jetzt hier Wasser drin ist, zum Beispiel kann ich mit einer Angel angeln. So, dann craften wir uns direkt auch nochmal einen Ofen. Und eine Spitzhacke, eine Axt. Ein Schwert würde ich mir auch nochmal machen, aber haben wir gerade nicht die großen Materialien für. Oder könnte ich machen, aber trotzdem wäre ein bisschen Verschwendung. Obwohl, nee, ich mache es mir, glaube ich, gleich. Kein Bock, mit Angst zu kämpfen. Wir brauchen einen Dark Oak Sign. Einen Cobblestone, kann ich dir geben. Dark Oak Pressure Plate. Dark Oak Türen. Okay, wir brauchen einmal ein Sign. Türen. Pressure Plate. 2 Dark Oak Stairs. 2 Wolle, 2 Dark Oak Logs, ach du Scheiße. Lass mir jetzt mal welche gecraftet, einfach für den Fall, dass wir noch welche brauchen. Hanging Dark Oak Signs, ach du Kacke. Und was auch immer das da ist. Aber ich glaube, man kriegt jetzt schon wirklich so eine Idee, was das hier jetzt wird. Man merkt, das wird jetzt schwieriger und es ist nicht einfach nur Dirt und so ein Scheiß, sondern wirklich aktiv musst du dafür auch noch craften und so. Jetzt habe ich aber mal langsam Hunger. Deswegen gehe ich mir jetzt schön mein gebratenes Hühnchenfleisch holen. Nee, es ist sogar Birch. Ich habe gedacht, das wäre Oak, aber nein, es ist Birch. What the fuck? Chunk 24. Oh, fuck. Ich kann den da nicht dadurch killen. Ach, scheiße. Oh, fuck. Er hat gecampt, der Miesaffe. Naja, wir spielen ja nicht Hardcore. Und wo bin ich gestorben? Aua. Ach, Digga, geh doch weg, du Affe. Ich hasse es nachts. Ja, genau, killt euch mal gegenseitig. Oh, Schafe! Oh nein! Oh ja, killt euch gegenseitig. Ach, ja, du Affe! Lass mich doch einmal cool zielen oder so. Mensch. Hallo, Kuh. Tschüss, Kuh. Sind hier jetzt noch die Schafe, Mensch? Da, komm her. Nee, du bist eine Kuh. Dumm. Nevermind, egal. 2 gegen 1 ist unfair. 3 gegen 1 noch schlimmer. Mann, das ist doch unfair.
nicht den Enderman geschlagen, ne? Fuck, ich hab gedacht, ich könnte da kurz noch healen, Mann. So, jetzt gib mir mein Zeug wieder. Und jetzt einfach nur noch wegrennen. Ach du Scheiße. Ich habe eine Wolle nur. Was ist eigentlich meine Axt denn? Ich habe keine Ahnung. Ihr wolltet ihr nicht hier irgendwo Knochen nehmen? Hier. Oh, schaff bitte. Okay, eine Wolle noch. Bin ich durch mit den Schmerzen. Sorry, dass ich deine Mutter vor deinen Augen töten muss, aber das ist nun mal so. Leben ist Leben. Ja, der hat eine Karotte gedroppt. Geil. Kann ich anbauen. Der Karotten-Eck steht eines der besten Essen zum Anbauen, meiner Meinung nach, sind. Chunk 32, Alter. 33. Let's go. Mal bis Herz. Chili Vanilli. Leute, damit soll es aber erstmal für die Folge gewesen sein. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Lasst gerne ein Like und ein Abo da und bis dahin. Ciao, euer Speckle.